Widerstand gegen. Was hat er? Gegen Bluten. Oh. Mann. Die kotzt mich im wahrsten Sinne des Wortes an. Oh. Sehr gut. Heilung. Eins. Jetzt blutet er wieder. Na, jetzt das nicht. Ist irgendwie verkackt. Flacker gerade ein bisschen mit dem Heilen. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Eigentlich kann ich auch einfach zuhauen. Oh, wenn ich treffen würde. Schade. Durchwurf. 5 bis 11, komm. Confidence surges as the enemy crumbles. Ich mag die Durchwürfe, die sind richtig geil animiert. Aua. Wie sie alle auf den eingehen, Mann. Wieder verfehlt. Fuck! Durchwurf. 5 bis 11. Kann ich auch mal was versuchen. Ja, sogar vergiftet. Da ich sowieso zweimal angreifen muss, kann ich das auch versuchen. Das war eigentlich egal. Okay, wenn der einen Crit kriegt. Ne, der kriegen trotzdem immer alle. Null. Und bluten. Alter, die Heilung funktioniert ja gerade gar nicht. Und jetzt töten ihn. Zum dritten Mal daneben geschlagen, Mann. Was soll er jetzt halt mal machen jetzt? Durchwurf. Zack. Das Ding ist egal, das kann ich aushalten. Aber mein Heiler könnte mal richtig heilen. Oh, Raumkampf mit Kuriosität, da muss ich also hin. Ja, erstmal halt mal eine Runde. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Was ist das denn? Das hier im Hintergrund steht, meine ich. Die haben keine Giftresistenz. Die Frage ist, brauche ich das überhaupt? 4 bis 8. Oh, einer tot. Heilung. Jawohl. Eine halbwegs gute Heilung hier. Sogar beim Debuffen schon gekillt. Ja, hat noch ein HP, oder? Und sehr gut, die trifft nicht. Ein HP. Plus Abwehr, minus Geschick. Was ist das denn hier? Knochenaltar. Freiwasser. Hier gegen hat es ja keine Wirkung. Hab ich jetzt eine Fackel versuchen, mal da rein zu tun? Heilkräuter. Hier schon ja keine Wirkung. Ja, eine Fackel. Hier stehen. Dann habe ich keine Idee, was ich da rein tun kann. Ich guck mal rein. Oh. Okay. Hat funktioniert. Hat mir was gebracht. Hier müsste ich theoretisch gar nicht hin. Kann mal gucken, ob hier noch ein bisschen Loot rumgeiert. Sag es leer. Ziehen wir weiter. Ah, es klaut mir wieder Geld. Ah ne, macht ja jetzt nicht mehr, ne? Das habe ich ja deaktiviert. Ha, wisst ihr? Oder? Ah ne, ist ja Pete. Der, ach, das war gerade zwanghaft, was er getriggert hat. So, zur Falle muss ich eigentlich nicht. Kann ich nicht einfach zurück. Ah, das rückwärts gehen funktioniert nicht so gut.
Falle 60, bitte. Da hier kein Raum kommt, das kriege ich aber rein. Jetzt laufen wir zurück. Oh, es ist ein Kampf entstanden, das ist aber unfair. Da ist jetzt ein Kampf gekommen, irgendwie blöden Banditen. Kaum Giftwiderstand. Warte, diese blöde flächendeckende Feuer. Dem zum Glück alle ausgewichen sind diesmal. Das ist gut. Ja, ein 16er Heal. Das ist doch mal eine Ansage, Junge. Endlich. Endlich. So, was haben wir hier? Die Debuffen? Bam. So, der kriegt 4 Schaden. Ja, dann Durchwurf, ne? Sehr gut. Zweimal dieses blöde Zerhacken verfehlt. Ich habe eigentlich nur Leben. Beenden. 550 Gold. This expedition at least promises success. Wir laufen noch ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall anhalten, wenn ich noch mindestens 4 Essen habe. Also sonst kriege ich, glaube ich, ein Problem. Dann geht nämlich der Stress super hart nach oben, wenn man kein Essen, kein Lagern hat. Selbst angesichts der Trostlosigkeit. Einstigen Abenteurers. Infiziert. Schwindel? Was ist das denn? Minus 50 Widerstand gegen Bewegen. Das heißt 0 Widerstand gegen Bewegen. Super. Ich sag's gerade, ne? Wieso sie nicht lagern? Ich eh nichts an den Führern. Kann ich auch einen Durchwurf machen, ganz normal. Ja, den Kampfbuff, was auch nicht ganz geil ist. Bis zum Lagern. Kann nur das machen, was sinnvoll wäre, von daher mache ich das halt. Ich stelle sowieso nächste Runde. Dann kann ich mich auch nochmal eine Runde durchheilen. Okay, durchgeheilt. Es zerfrischt mich! Nein, macht's nicht. Komm. What? Ich hätte aber ein bisschen arg viel Luck. Alter! Verarschen? Ist sowieso tot. Death by inches. Okay. 500 Gold ist es wert. Na, schmeiß das komische Ding weg. Ja, hier, zack. Das finde ich dann doch ein bisschen besser als. Stell dir nur einen Futtertrog. Gegengift? Heilkräuter. Ah, jede Menge Essen und Gold. Also Essen haben wir jetzt genug, wir können also weiterlaufen. Jetzt muss ich mal probieren, ob hier eine Fackel hilft. Nee. 79! Alter. Ja, 100 Stress, muss der Resolve, ja, genau. Paranoid.
walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Fuck, lass mich auch noch ohne Licht hier reingegangen, ich volltrolle. Ah, Schwein gehabt. Ich würde mal lagern, ne? A moment of respite. So, wie hab ich denn jetzt? A chance to steel oneself against the coming horrors. So, Galgenhumor. Das wird in 25 gelindert. Das wird in 25 gelindert. Eigentlich. Ja, dort. Sterblichkeitsschwächen habe ich nirgendwo. Hab ich noch irgendwas, was die Dingens verhindert? Ne, den brauche ich auf jeden Fall, dass ich nicht überrascht werde. Pflichtgerechte Wache, also. So. Galgenhumor auf jeden Fall auch. Weil Stresslinderung. Wie viel Abenteuer braucht man, um in einer Grube zu verrecken? So, jetzt habe ich noch 4. Mit 3 könnte ich nochmal 20 lindern. 15 Stressschaden. 2 lindern. Ich wäre aber eigentlich nur von ihr lindern. Deswegen. 35. Wenn ich nochmal 35 Stress runterkriege von ihr, weil ich habe hier eine Stresslinderungsfähigkeit, dann ist sie auch wieder geheilt. Und das könnte ich sogar vor Ende des Abenteuers schaffen. Das wäre krass. Ich fühle mich stark und mächtig vorwärts. Warum können die diesen Stress bekommen? Die sind zwar von Chaos umgeben, aber ich komme schon damit zurecht. Aber weil die wahrscheinlich irgendeinen Spruch bringt, oder? Heute Nacht schlafe ich mit meinem Messer unter dem Kissen. Ja, ja. War das der Spruch? Ernsthaft? Wir sind so standhaft wie die königliche Garde. Gut. In Radiance may we find victory. Lass mal schärfen hier. Das ist wieder 8 runter, also 34 hat sie noch. Es wird noch. Hab ich noch eine Fackel? Meins. Licht habe ich auch noch genug für den Kampf. Und sie ist sogar überrascht. Nice. Wie viel Leben haben die? 12, 15. Die haben schon gar nicht so wenig Widerstand. So. Nice. Du setzt dich ja fällig mit ihr mitnichten. Hey, das sagt sie doch auch. Okay, das sagst du auch, wenn sie nicht paranoid ist. Abgrundartillerie. Und einschüchtern. Also ich hätte vielleicht die Stressreduktion machen sollen. Es ist, als ob wir alles unsere Schritte. Die anderen Schritte vorausahmen. Erbrechen. Ja. Kotz ihn an. Das ist nicht so schlimm. Nochmal brechen. Oh. Ich finde es nämlich auch nicht so krass schlimm. Ja. Zack. Wieder einer tot. Sie hat noch 27. Ich hätte also doch mein Ding jetzt machen sollen. Stressreduktion hier. Stresslinderung plus 6. Ach, fuck. Der hat sich doch sehr in Frage, lieber Freund. Ja gut, dann kann ich auch angreifen. Au, kaputt. Fernkampf, Präzision, Schaden, Ausweichen, Ziel markieren. Ah, okay.